Herzlich willkommen zu unserem Seelsorgekanal. Im letzten Video hat meine Frau versucht aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, jetzt in den Wohnungen, in den Familien, die jetzt eng beieinander wochenlang leben sollen und Stresssituationen stehen. Wie kann man diese mit speziellen Kommunikationsübungen ins Gute wenden? Ich möchte genau das Gegenteil heute machen. Ich möchte heute sprechen zu denen und über die, die zu wenig Nähe haben, die jetzt einsam sind, die alleine leben vielleicht, die Singles sind. Und jetzt werden sie ja noch einsamer, jetzt müssen sie wochenlang in der sozialen Isolation leben, zumindest körperlich, physikalisch. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen die Geschichte oder der Film, den ich damals als Kind vor 50 Jahren gesehen habe, Robinson Crusoe. Ja, das hat mich damals beeindruckt und vielleicht habe ich zum ersten Mal verstanden, was es heißt, einsam zu sein. Wie er da auf seiner Insel vegetierte und versuchte, mit den Tieren eine kleine Beziehung aufzubauen. Ja, aber so geht es manchen Menschen jetzt, die einsam sind und die vielleicht ganz allein in ihrer Wohnung sind. Und jetzt kommt noch hinzu, dass manche Menschen je nach Persönlichkeitsstruktur viel mehr leiden in dieser Einsamkeit als andere. Und das muss man auch bedenken, nicht alle leiden gleich. Es gibt zum Beispiel sehr kontaktorientierte Menschen, wenn wir einen Persönlichkeitsstrukturtest machen würden, oder sehr warmherzige Menschen, extrovertierte. Aber dann gibt es auch introvertierte oder eher sachorientierte Menschen, eher sachliche Menschen. Die leiden nicht so schnell wie die anderen, obwohl jeder Mensch braucht Kontakte, soziale. Aber bei denen merkt man es nicht so schnell wie bei den kontaktorientierten, warmherzigen Menschen. Und die leiden ganz besonders, wenn sie alleine sind. Und heute möchte ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Nähe aufbauen können, ohne jemanden direkt zu sehen, so von Auge zu Auge. Oder ohne körperlichen Kontakt zu haben, ohne dass Sie jetzt Menschen berühren können, körperlich. Das brauchen wir Menschen auch. Aber nun ist es so, dass im Moment ein Drittel der Menschheit in Quarantäne lebt, wurde heute in den Medien gesagt. Was können wir tun? Zunächst eine schlechte Nachricht. Wir, die wir in der westlichen oder nördlichen Kultur auf unserem Globus leben, haben besonders Schwierigkeiten, mit körperlicher Nähe zu zeigen oder seelische Nähe zu äußern oder das Bedürfnis zu äußern. Einerseits, es ist ja paradox, haben wir so viel in den letzten 50 Jahren sexuelle Freizügigkeit gezeigt, aber emotional haben wir uns kaum nach vorne bewegt. Und viele Menschen leiden darunter und sind verarmt seelisch. Man sagt, es gibt Forschungen, die sagen, dass in Deutschland ein Elftel der Deutschen ist emotional gefühlsblind. Also kann gar nicht gut Gefühle lesen von anderen, manchmal nicht mal seine eigenen Gefühle. Die gute Nachricht ist aber, dass wir seelische Nähe lernen können. Wir können es erlernen, sie zu geben, sie herzustellen und auch sie wahrzunehmen bei anderen. Viele von uns haben das zu Hause nie gelernt. Gerade in den westlichen, nördlichen Kulturen ist es so, dass man wenig da, oftmals wenig Kompetenzen hat, im Gegensatz zu südlichen Kulturen. Deswegen möchte ich ganz, ganz einfach anfangen, mit einfachen Übungen, die Sie sich durchaus trauen können, durchzuführen. Ich möchte so ein ABC gehen in dieser Problematik. Ja, und zwar habe ich eine Methode gewählt, dass wir es indirekt beginnen zu versuchen, weil das wohl das Einfachste ist. Und das geht zum Beispiel im Modus Dankbarkeit. Ja? Wir haben im ersten Video über Dankbarkeit gesprochen, dass wir unseren Körper haben, unsere Zellen, dass alles von sich funktioniert. Ja, wir haben uns auf uns selbst, über uns selbst nachgedacht, was unser Körper kann. Aber jetzt versuchen wir mal die Dankbarkeit auf das Gegenüber zu projizieren. Wie kann das gehen? Wie sieht das ganz praktisch aus? Ganz einfach, indem Sie einfach jemand anrufen oder eine WhatsApp schreiben, E-Mail und sich bedanken für irgendwas. Versuchen Sie das mal zu praktizieren. Zum Beispiel, du übrigens, ich danke dir für deinen Anruf neulich. Oder danke für deine Hilfe, die du mir letztens gegeben hast. Oder schön, dass du dich gemeldet hast. Oder einfach, mir hat es gut getan zu lesen, was du gepostet hast. Merken Sie, in diesen Sätzen, die ich hier genannt habe, ist immer ich, also das ist verborgen, und ich spreche jetzt aus, was du, danke, was du getan hast. Und wer hört nicht gerne einen Dank? Ja?
Im Unterschied zu unserer Diskussion, die jetzt ist, wir sprechen jetzt immer über Dinge, über Corona, über Wirtschaft, über Klopapier, über Ausgangssperre und verschiedene Dinge. Aber jetzt versuchen Sie mal anders zu kommunizieren. Versuchen Sie mal mehr Du-Botschaften zu geben. Dir. Ich danke dir. Ja? Und Sie werden ja mit Sicherheit etwas finden, für das Sie jemand dankbar sein können. Der Philosoph Martin Buber hat 1923 formuliert, eigentlich gibt es kein Ich an sich. Ich ist nur in der Relation zu dem Du, kann ich sagen, ich. Ja? Wir leben aus der Begegnung, hat er damals schon formuliert. Und die richtige Begegnung ist Ich-Du-Begegnung, nicht Ich-Es, also die Dinge, die wir jetzt erleben, sondern Ich-Du. Das ist die höhere Qualität der Begegnungen. Und das wäre die erste Übung im Bereich Dankbarkeit, die wir üben könnten, um unseren seelischen Zustand zu zeigen. Weil wenn wir sagen, was ich danke dir für irgendetwas, dann öffne ich ein bisschen mein Inneres. Und ich zeige etwas Inneres, nicht Äußeres. Dankbarkeit ist etwas, was von innen kommt. Soweit die erste Übung. Neben dem Ausdrücken der Dankbarkeit möchte ich Ihnen heute noch eine zweite Übung geben, die eher in der Frageform gestellt wird. Ja, und eine der angenehmsten Fragen für jeden Menschen, die fast jeder Mensch gern hört, ist, wie geht es dir? Wie geht es dir? Eine simple Frage. Ja, und die wird oft nicht gestellt. Ja? Besonders vielleicht von uns, denen es gut geht, ist es gut, ist es sehr liebevoll, Menschen zu fragen, die vielleicht einsam sind, wie geht es dir? Aber auch Sie, wenn Sie einsam sind, es gibt Menschen, die sind noch einsamer wie Sie, versuchen Sie, denen eine Botschaft zu schicken und zu fragen, wie geht es dir in dieser Situation? Und Sie merken, auch hier sind wir wieder bei der Qualität. Nicht bei der Quantität, wie viel Viren gibt es jetzt, wie viel Geld wird jetzt vom Staat und das und jenes. Wir sind sehr quantitativ in Mengen unterwegs, aber hier geht es um Qualität. Und jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ein bisschen anders, jeder Mensch erlebt anders, jeder Infizierte und Erkrankte erlebt anders, jeder Gesunde lebt anders. Und mit dieser Frage, wie geht es dir, gehen wir an Qualitäten dran. Und das bringt uns Lebensqualität, ja. Und jeder hört es gerne, wenn wir fragen, wie geht es dir? Ja, und versuchen Sie, diese Frage auch in dieser Ich-Du-Relation hier zu stellen. Ich frage dich, wie geht es dir? Also wir müssen das nicht so sagen, aber das impliziert. Ja, wie geht es dir impliziert? Ich frage dich, ich kümmere mich um dich. Ich schaue jetzt tiefer, als dass du jetzt versorgt bist mit den äußeren Merkmalen. Ich frage tiefer, wie geht es dir in deinem Inneren? Und das hört man gerne. Und das bringt Nähe, das lässt Nähe entstehen und gibt dem anderen Chance, sich etwas mehr zu öffnen. Die dritte Möglichkeit, die dritte Übung ist, etwas über sich selbst zu offenbaren. Das ist auch Qualität. Das entsteht manchmal nach dieser Frage, wie geht es dir, kommt oft, wird sich das Gegenüber mir versuchen zu offenbaren, ja. Aber Sie können das auch aktiv üben, etwas über sich offenbaren, auch wenn Sie nicht gefragt sind. Auch das wird Nähe stellen. Wie geht das? Zum Beispiel, Sie können sagen, Sie können ganz harmlos beginnen, und ich glaube, das könnte fast jeder sagen, irgendjemandem Bekannten zu äußern, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf. Oder irgendwie macht mir das Ganze Angst. Oder ich weiß nicht, wie ich überhaupt damit umgehen soll mit dieser Krise. Oder tatsächlich noch ein bisschen ehrlicher sein und sagen, mir fehlt Nähe, ich fühle mich einsam und allein. Das wäre natürlich schon eine höhere Stufe, sich zu offenbaren und Nähe aufbauen, versuchen. Aber sehen Sie, all diese Übungen versuchen von der Sachebene, der Dinge, die jetzt passieren, auf die persönliche Ebene, auf die Ich-Du-Beziehung geben, die Martin Buber sehr, sehr empfiehlt und als etwas genuin Menschliches darstellt. Es kann sein, dass Sie sich sehr, sehr einsam fühlen. Vielleicht sind Sie sogar gläubig. Vielleicht sind Sie sogar in die Kirche gegangen und waren einsam in der Kirche, auf den Kirchenbänken. Aber jetzt sind sogar die Kirchen gesperrt. Aber schauen Sie mal, ich habe eine gute Nachricht für Sie. In der Bibel ist Kirche nie ein Gebäude. Wenn wir Kirche sagen, heute meinen wir ein Gebäude, aber es ist falsch. In der Bibel ist Kirche oder Gemeinde, wenn die Bibel über Gemeinde spricht, das sind die Menschen. Das sind die Menschen, die sich versammeln. Das ist eine sozusagen
zweite Familie, die man haben sollte, dass jeder irgendwie integriert ist. Nach der Logik, wenn wir einen himmlischen Vater haben, dann sind wir Geschwister untereinander, dann sind wir Menschen Geschwister. Und schauen Sie, in der Bibel war es immer wichtig zu sehen, wie geht es mir oder wie geht es dem anderen. Das ist das Zentrale der Liebe, über die die Bibel spricht. Wie geht es uns? Weil wir so angelegt wurden, prinzipiell sind wir so angelegt, dass wir den anderen Menschen wahrnehmen können, dass man sie spüren kann, dass man die Zustände seelischen wahrnehmen kann. Vor einigen Jahren haben italienische Forscher die sogenannten Spiegelneurone gefunden. Also die Hirnforscher haben untersucht und durch Zufall entdeckt, an Tieren zuerst und dann an Menschen, dass sie Spiegelneurone haben. Das heißt Zellen, die nur dafür sind, zu spiegeln sozusagen. Also dass ich mich selbst in den anderen versetzen kann durch Beobachten. Und viele Forscher meinen, das könnte auch die Grundlage der Empathie sein, überhaupt für Sozialverhalten. Wir haben es da, sogar Zellen, die da speziell dafür sind, um uns diese soziale Interaktion zu erleichtern. Aber ohne Übung geht es nicht. Wir müssen es üben. Nur durch Übung können wir in eine innere Nähe kommen, ja? In eine seelische Nähe. Und das ist ein Riesenthema in der Bibel. Immer wieder wird betont, dass wir das üben sollen. Sogar die südländischen Kulturen mussten das üben. Ich lese Ihnen zwei Texte vor, dass Sie sehen vor 2000 Jahren, was Paulus gesagt hat in 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 26. Da sagt er, wenn ein Glied, also ein Gemeindeglied, ein Teil der Gemeinde leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn es ein Glied sich freut oder verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das war Usus in der christlichen Gemeinschaft damals, dass man Anteil nimmt, seelischen Anteil. Den Römern, das war den Korinthern gesagt, also heute wäre das in Osttürkei, aber jetzt den Römern, den Italienern, ja, würden wir heute sagen. Ja, da steht in Römer Kapitel 12, Vers 15, da sagt es ihnen, freut euch mit den Freuenden und weint mit den Weinenden. Das heißt, es wurde ein Auftrag gegeben der Nächstenliebe, der geübt wird, wahrnehmen der seelischen Zustände, der inneren Zustände und Nähe aufbauen. Das heißt, zu dem Weinenden Nähe und zu dem Freuenden Nähe aufbauen, indem ich versuche, das zu üben. Und dafür habe ich die Spiegelneuronen und viele andere Teile meines Gehirns, die dafür ausgelegt sind. Aber das muss geübt werden. Schauen Sie, auch ich muss das üben. Jeder muss das üben, um hier besser zu werden. Ich habe heute mit meinem Vater geübt. Er lebt in Kroatien und vorgestern war das Erdbeben zur Corona-Krise und Ausgangssperren und so weiter. Und er ist 87 Jahre alt und alleine dort. Und er macht sich Sorgen und ist auch ein bisschen isoliert und ist in Traurigkeit reingefallen. Ja? Und schauen Sie, übers Telefon haben wir geübt, Nähe aufzubauen. Und wir konnten lachen, wir haben Witze gemacht über das Telefon und er war aufgeheitert. Und wir geben uns sogar Küsschen über das Telefon. Auch das ist etwas, was man sich geben kann, wenn man sich nicht sieht und nicht berühren kann. Und das berührt, das ist eine innere Sache, die kann man lernen. In dem Sinne ermutige ich Sie, diese Übungen zu machen und zu üben, mit diesen einfachen Übungen Nähe aufzubauen. Von den Sachen zu den inneren Zuständen zu kommen, bei sich selbst und bei anderen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Und denken Sie daran, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott wird niemand alleine lassen, auch wenn Sie sich sehr alleine fühlen. Das ist eine Grundbotschaft der Bibel. Ich wünsche Ihnen alles Gute.